willkommen auch meinerseits. Für mich ist es auch immer spannend, mal die alten Jahrgänge zu verkosten. Und die ganzen Ältesten habe ich heute nicht mitgebracht, weil wir einfach ganz, ganz wenige Flaschen noch mehr haben. Aber ich glaube, es sind immerhin fast 20 Jahre alte Weine auch dabei. Und Römigberg, ich meine, da ist ja dieses Foto. Ihr kennt es also, diese ganze sehr steile Lage, von, also die sich wirklich da auftritt auf der rechten Seite bis hin. In der Zwischenzeit, also bis am rechten, linken Rande, wo auch schon Schatten ist, gehört in der Zwischenzeit auch dazu. In den ersten Jahren war es noch nicht so weit. Der letzte Teil, also wo viel Schatten drinnen ist, war noch nicht in unserem Besitz und sind inzwischen, glaube ich, 8,5 Hektar insgesamt. Und dieser Weinberg hat vor, ja, so in den 30er Jahren wurde er gekauft vom Herrn Cembran. Und das war früher im Besitz von die Pauli. Und der Herr Cembran hat also den steilen Teil, den man da sieht, mit den russischen Kriegsgefangenen vom Abessinienkrieg melioriert, also den Buschwald und den Wald geschlagen und hat Weinberge angelegt. Damals alles mit Fanatz, das war damals Gang und Gäbe. Ich habe den Weinhof 1976 kaufen können und habe natürlich dann begonnen, fleißig den Fanatz auszubauen. Dann haben wir 81 den Römigberg auf den Markt gebracht. Und in den Jahren aber hatte es mich schon sehr interessiert, was man sonst noch alles machen könnte. Nicht nur dort, allgemein im Südtiroler Weinbau. Südtiroler Weinbau war ja unglaublich, sagen wir, verwurzelt, wie wahrscheinlich die ganze Landwirtschaft es damals war, heute noch ist. Ist auch gut so. Aber man muss schon alles hinterfragen, und das war damals eigentlich kein Thema. Man hat nichts hinterfragt, es war gegangen. Es war einfach sakrosante Wahrheit, dass dort am Römigberg oder am Kalter See von Natsch angebaut wird. Und mit dem habe ich mich recht zufrieden gegeben. Und da ist sehr viel in der Welt herum war und eben gerade ein Bordeaux damals sehr stark besucht hatte. In den 70er, 80er Jahren war der Maßstab an Top-Weinen war halt einmal Cabernet und war Chardonnay. Das waren die großen Weine und die größten Weine, und mit denen hat man sich konfrontieren müssen und hat diese Weine müssen auf hoher Qualität zu produzieren, um sozusagen als guter Winzer dazustehen. Und deshalb habe ich mich damals sehr intensiv mit Cabernet beschäftigt. Wir haben verschiedene Seminare damals gemacht, um eben zu sehen, was für Klone und was für Spielarten von Cabernet man nehmen sollte, ob man jetzt Cabernet Sauvignon oder Cabernet Franc nehmen sollte, aber was für Klone. Und endlich dann 85 habe ich mich beschlossen, eben dort an diesem oberen Teil des Römigbergs 1,5 Hektar, oder eigentlich im mittleren Teil des Römigbergs 1,5 Hektar anzupflanzen. Wir haben mehrere französische Sauvignon-Klone genommen und es ergänzt mit 7-8% Petit Verdot. Petit Verdot haben mir damals die Bordeauxer alle geraten, eine Rebsorte, die dort üblich ist. Damals ziemlich im Aussterben auch war. Aber jeder hat mir gesagt, der Wein bringt sehr viel Farbe, Tannin und vor allem Säure. Und dann war in diesen Jahren damals, bitte. Ist vom Petit Verdot nicht das ist ein Problem, die Reife. Ja, da wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Das war das Interessante. Der Petit Verdot hat eine andere Reifeentwicklung, während sich der Alkohol oder Zucker langsam bildet und bei den anderen Sorten sozusagen progressiv die Säure absinkt, bleibt die Säure beim Petit Verdot sehr hoch, sodass man also kurz vor der optimalen Reife schon einen hohen Zuckergehalt hat und eine extrem hohe Säure, also bei 16, 17 Gramm pro Liter, wo vielleicht beim Cabernet Sauvignon die Säure dann schon auf 7, 8, 9 Gramm pro Liter ist. Und erst in den letzten Tagen haben wir dann gesehen, im Laufe der Jahre, fällt sie dann also innerhalb ganz weniger Tage sehr stark herunter. Also man hat dann also eine Möglichkeit, ein, zwei Tage länger zu warten und hat dann eben eine normale Säure oder eben sie rechtzeitig zu ernten, um sie sozusagen, um den Petit Verdot sozusagen als Medizin zum Cabernet Sauvignon dazugeben zu können, wenn die Säure beim Cabernet Sauvignon zu tief sei. Und das war eben Gedanke damals, oder unser Gedanke und unsere Sorge, weil wir erlebt hatten, gerade Ende der 70er Jahre,
Anfang der 80er, haben wir durch, glaube ich, die Überdüngung und die auch zu hohen Erträge teilweise beim Cabernet eine sehr tiefe Säurewerte gehabt. Und das kann nicht gut sein für Wein, der lange lagern sollte. Und deshalb haben wir eben beschlossen, diesen Tiverot dazu zu geben. In der Tat ist es dann so, dass in manchen Jahren braucht man es eben nicht. Und in manchen Jahren ist es sehr wertvoll. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, diese Vorgangsweise, weil ansonsten müsste man halt aussäuern, künstlich, und das ist natürlich nicht dasselbe. Und je natürlicher das Produkt, desto besser ist es. Was wir noch damals neu gemacht haben, was auch unüblich war, eigentlich die kleinen Terrassen, um ein bisschen einen Fuß zu haben, um zu mechanisieren. Das heißt aber, die Rebe ist dann gleich hinter der Böschung, hat sie gewurzelt und war also, da der Weinberg ja nach Süd-Südosten ausgerichtet ist, extrem der Sonne ausgesetzt und also diese Böschung trocknet aus. Und ich habe mir damals gesagt schon, wir wollen nicht beregnen und haben auch nicht beregnet. Deshalb haben wir müssen 4 Jahre warten, bis wir endlich dann 89 von einem aus 1,5 Hektar 2 Barrique-Fässer, also 600 Liter Wein, 450 Liter Wein produziert haben von 1,5 Hektar. Weil wir etwas vielleicht zu stur waren und gesagt, wir beregnen nicht, aber wir haben einfach nicht berücksichtigt, dass in dieser extrem steilen Lage, wenn Sie mal vielleicht am Kalter See sind und tust du mal ein bisschen spazieren zu gehen, dann werdet ihr sehen, wenn man oben ist, wie steil das ist. Und natürlich dort wirkt die Sonne mit 90 Grad auf den Boden ein und deshalb trocknet der Boden auch extrem aus. Also wir haben dann wieder müssen beginnen zu beregnen und dann sind die Pflanzen auch besser gewachsen. Die Erträge sind aber trotzdem sehr, sehr tief geblieben, also im Durchschnitt zwischen 2500 und 4200 Liter pro Hektar. Das ist extrem wenig. In Südtirol, in diesem Rolle, haben wir bei Weitem natürlich sagen wir, höhere Erträge. Hier kommt man auf natürliche Art und Weise nicht höher als diese sagen wir, 4200 Liter. Vielleicht kurz zur Beregnung. Wir haben dort wieder begonnen zu beregnen und müssen heute dort auch noch beregnen. In allen anderen unseren Weinbergen, und das lege ich großen Wert und das unterstreiche ich immer sehr gerne, haben wir durch die biodynamische Bewirtschaftung, die wir ja schon seit 8 Jahren jetzt komplett auf allen unseren Weinbergen machen, nicht mehr die Notwendigkeit zu beregnen. Es wird nicht mehr beregnet, kein einziges Mal. Und erinnert euch, die letzten 2 Jahre haben wir extrem trockene Frühjahre gehabt. Sogar die Junganlagen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, mussten nie in einem Tropfen künstlichem Wasser beregnet werden. Also es ist unglaublich, was man durch die biodynamische Wirtschaftsweise für andere Voraussetzungen schafft. Aber darüber können wir vielleicht dann noch reden, wenn ihr Lust habt. Gut, wir haben dann 89 ganz wenig geerntet, 90 ein bisschen mehr. Und dann ab 2,93 haben wir dann eine gewisse Menge gehabt. Und das sind dann die Weine, die wir heute verkosten. Ich glaube, mein Schwager, der Herr Dellemann, den einige von euch ganz gut kennen, der war immer bemüht, dem Wein natürlich viel Struktur zu geben, aber trotzdem eine Eleganz und eine Trinkbarkeit zu gewährleisten. Also nicht zu lange Mazeration. Sicher, ab 95 haben wir ja dann den neuen Keller gehabt, wo wir eben alles sehr natürlich verarbeiten konnten, also ohne Pumpen und vor allem auch eine sanftes Runterstoßen der Eiche, aber nicht zu lange Mazerationszeiten. Und wir haben interessanterweise gesehen, dass sich der Cabernet vom Römingberg ganz anders verhält als der vom Löwengang zum Beispiel, den Sie auch kennen. Das sind ganz alte Reben, da haben wir Cabernet, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc und Merlot dabei in diesem Satz, im gemischten Satz. Und wenn man den Löwengang im November, Dezember schon kann, eigentlich den jungen Wein trinken, weil einfach unglaublich runde, weiche Tannine, so ist der Cabernet Sauvignon vom Römingberg unglaublich kantig und spär noch in der Zeit. Aber natürlich, nach einiger Jahre Reife, sieht es dann ganz anders aus. Wir haben ja dann zum Abschluss, haben wir dann noch den Elfer Chor Römingberg Altar, den haben wir dann auch noch bekommen. Und das ist sicher ganz interessant, dann zu sehen, wie sich dann der junge Wein entwickelt oder zeigt heute. Gut, ich meine, ihr habt es ja schon gekostet ein bisschen, aber ich würde sagen, gehen wir ein bisschen die Weine einfach durch. Macht euch eure Bemerkungen. Ich bin
offen für jede Art von Kritik, also bitte kein Blatt vor dem Mund, sondern es geht darum, glaube ich, gemeinsam einfach alte Weine zu verkosten. Deshalb sollte es kein Monolog sein. Ich bin nebenbei ein Mensch, der nicht sehr gut die Weine beschreiben kann, oder ich habe keine Lust dazu, sozusagen. Aber jeder hat seine Eindrücke und jeder hat seine Erfahrung. Und deshalb glaube ich, ist es gut, wenn wir dann einfach ein bisschen die einzelnen Weine besprechen. Aber wenn vorweg Fragen sind, ganz gerne. Das war 99, dann sehen wir euch jetzt. Bitte? 99, nein, 99 haben wir keinen da, oder? 99 haben wir keinen da. Bei dem haben wir effektiv keinen rausverkauft. Denn es gibt keine Flasche mehr. Okay. Der ist uns irgendwie im Fehler ist er weg gewesen. Ja. Was wir verkosten, von links nach rechts. 93, 94, 95, 96, 97, in der zweiten Reihe, dann geht es weiter mit 98, 2000, 2003, 2004, 2006 und ganz zuletzt kommt dann eine Überraschung. Aber bei der Lene, so die Jungen zuerst zu kosten. Ich finde es immer interessanter, die Alten, glaube ich, du bist auch der Meinung, die Alten zuerst zu kosten. Glaube ich, ist ein bisschen objektiver. Ja. Aber wir können es auch gerne umgekehrt machen.